So, wir müssen zum Mana-Baum. Ja, jetzt müssen wir die alle selber plätten. Ist das toll. Oh. Oh. Jetzt müssen wir uns erstmal heilen. Na, das geht wenigstens ein bisschen weiter. Oh Mann. Die hauen uns hier aber einen unter. Das ist ja... Ey, Leute, jetzt machen wir halblang hier. So, jetzt sieht die Sache schon wieder anders aus. Jetzt heilen wir uns hier erstmal in aller Gemütlichkeit hoch. Weil so viel wird der uns ja nicht mehr abziehen können. Aber die Szene gerade eben, die habe ich ja echt gefeiert wieder. Das war ja so toll. Zum einen jetzt halt die, der Tod von der Aeris aus Final Fantasy X, den sie jetzt da so ein bisschen nachgespielt haben, wieder aufleben haben lassen. So, jetzt müssen wir erstmal wieder retour. Mal gucken, wo wir jetzt hier... Oh Gott, ey, das gibt ja... So, erstmal um das Großvieh kümmern. Weil wir ansonsten hier ziemlich alt aussehen könnten. Au. So, die ist schon mal weg. Jetzt erstmal nochmal kurz hochheilen. So, du machst den meisten Schaden. Und der da, der kann meinetwegen machen, bis wir jetzt soweit mal wieder geheilt sind. Ist leider die einzige Chance, wie wir hier gescheit durchkommen. Ja, wir müssen jetzt nämlich erstmal wieder wahrscheinlich zurück, gehe ich mal von aus. Ja. Na gut, die kriegen wir hin. Hm. Einen zu wenig ist das unschön. So. Mich ärgert jetzt natürlich, dass ich die ganzen Tränke da jetzt genommen habe. Weil, okay, so. Du darfst jetzt erstmal heilen. Ihr müsst zum Mana-Baum aufbrechen und Caris retten. Braucht ihr jetzt Heilung? Jawohl, ja. Speichern wollen wir natürlich auch. Aber alleine gehe ich da nicht hin. So, was haben wir denn noch? So, das nehmen wir jetzt mal mit und hoffen mal, dass uns der Cid jetzt begleitet. Der hat ja noch sein Flugschiff. Mit dem könnte er uns doch zum Mana-Baum fliegen. Zumindest hoffe ich das mal. Weil es wird so langsam Zeit, dass wir hier dieses Spiel beenden. Weil hier ist immer noch das tolle Flugschiff. Cid, sag was. Caeris mag nicht mehr unter den Lebenden weilen, doch ich spüre ihre Gegenwart. Ich weiß, dass sie Gecko begleitet. Ihre Kraft wird für immer mit ihm sein.
Ich kann es nicht fassen, dass Caeris tot ist. Das ist ein trauriger Tag für die Annalen von Aogai. Ihr Tod war nicht umsonst. Sie hat ihre Kräfte auf Gecko übertragen, damit er die Welt retten kann. Nun seid ihr unsere einzige Hoffnung, Sephiroth zu besiegen. Mit der Kraft von... Moment, wer sagt? Mit der Kraft von Caeris werdet ihr stark genug sein. Ich glaube an euch. Wir alle glauben an euch. Kommt vorbei, wenn ihr etwas Zeit habt. Vielleicht kann ich helfen. Wir sind alle verdammt. Die meisten von uns glauben an euch. Nicht übel, oder? Gar nicht übel. Ich glaube fest, dass Caeris nicht umsonst gestorben ist. Gecko, ihr müsst zum Mana-Baum aufbrechen und Sephiroth besiegen. Ein für allemal. Ich gebe euch mein Luftschiff. Nur damit gelangt ihr zum Mana-Baum. Das Schicksal der Welt liegt in euren Händen, Gecko. Freigeschaltet Luftschiff. Genug gelaufen? Willkommen an Bord von Air Evoland. So, jetzt gucken wir erstmal, was der Typ hier noch sagt. Ja. Wollt ihr einen Rat? Sterne, Karten, Händler. Chopoko. Oh Mann, ey. Ich feier das so. Ich feier dieses Spiel, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh Mann. An vielen Orten in Evolandia sind Sterne versteckt. Doch nur große Abenteurer vermögen sie alle zu finden. Ihr habt bereits 14 von 30 verborgenen Sternen gefunden. Ich hörte, dort soll es einen Stern geben. Papunika. Ihr spielt ihr Doppelzwilling? Ihr braucht mehr Karten, um Champion zu werden. Ihr habt bereits 12 von 23 Karten gefunden. Ich bin ziemlich sicher, dass dort eine Karte versteckt ist. Papunika. Händler. Als ich noch jung war, kamen viele reisende Händler nach Aogai. Jetzt, wo die Ödnis sich ausbreitet, kommt niemand mehr hierher. Allerdings hörte ich neulich, dass sich ein Händler im nordwestlichen Wald niedergelassen haben soll. Vielleicht hat er interessante Waren auf Lager. Aha. Chopokos. Kennt ihr euch mit Chopokos aus? Sie sind eine Spezies gelber Riesenvögel. Na, wer hätte das gedacht? Sie leben in den Ebenen im Norden. Aber tut euch nicht weh, sie haben sehr spitze Haue. Gekocht ist ihr Fleisch eine wahre Delikatesse. Ich kenne da jemanden in Aogai, der es zuzubereiten weiß. So, jetzt gucken wir mal, wie wir fliegen können. Das muss ich jetzt... Ah! Ach, ist das toll. Ach stimmt, in Papunika waren wir ja noch gar nicht. Jetzt muss ich mich nur erstmal... Ah, das ist wahrscheinlich der Händler im nördlichen Wald. Bei dem gehen wir doch mal direkt... Nein, da will ich nicht hin. So, dann landen wir doch mal... Ich... Na, toll. Aber mit euch beiden, euch dreien werde ich fertig. Ohne mich groß anzustrengen. So, schauen wir mal, was der gute Händler noch im Angebot hat. So, einen kriegt er.
Jetzt heilen wir uns nochmal. Wir könnten wieder Bahamut rufen, aber den hebe ich mir für später mal auf. Geht nicht. Komisch. Probieren wir es doch mal. Okay, wir können nicht an den Bergen vorbei. Das ist ja uncool. So, dann fliegen wir doch mal nach Papunica. Das habe ich nämlich noch gar nicht gesehen, seit wir... Ach, okay. Ne, das habe ich... Ich habe jetzt wunders gedacht, wir würden jetzt hier nochmal, ja, die schöne 3D-Welt jetzt nochmal sehen. Das alles nochmal schön gemacht und so. Ah, ich weiß auch, wo es da was gibt in Papunica. Nämlich höchstwahrscheinlich in dem Haus hier oben. Ja, das Mädchen... Haben die nicht irgendwo noch eine Fußmatte, wo die einen Schlüssel drunter versteckt haben könnten? Dann halt nicht. Müssen wir mal gucken, wo wir da einen Schlüssel für finden. Aber ich denke sowieso, dass wir jetzt gucken sollten, dass wir wieder... eher Richtung Mana-Baum aufbrechen. So, da geht's schon mal nicht lang. Da geht's auch nicht lang. Kommen wir irgendwie um die Bergkette drumherum? Das Ding hier könnte jetzt auch mal ein paar Meter höher fliegen. Das wäre mal eine Maßnahme. So, hier drinne kommen wir auch nicht weiter. So, das war die Höhle, wo wir vorher waren. Da ist der Mana-Baum. Ich fliege gerade noch mal kurz zurück... Speicher hier gerade nochmal. Erstmal kriegt die Biene einen auf den Dez. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir zum Mana-Baum und setzen der Sache jetzt endgültig mal ein Ende. Wir sind jetzt schon seit 3,5 Stunden knapp am Spielen. Und ich denke mal, es ist jetzt endgültig mal an der Zeit, dass wir das Ganze hier beenden. Und es geht los. Zephyros! Komm hervor! Zeige dich! Ich habe euch erwartet. Endlich seid ihr hier. Ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Vor langer Zeit herrschten die Meinen über dieses Land. Doch man machte Jagd auf sie, um ihre Hörner zu rauben. Nur ich habe überlebt. Und heute werde ich Rache üben. Euch wird dasselbe Schicksal wie das Mädchen ereilen. Der Mana-Baum soll euer Grab werden. Okay. Wieso haben wir wieder Herzen? Wo sind unsere... dazwischenlaufen. Na, das funktioniert so rum nicht. So.
kriegt dann eben nur jeder Zweite. Okay. Aber das Prinzip ist soweit klar. Das war knapp. So, komm. Du bist aber ein ganz gemeiner. Wie kommt man jetzt da lang? Mist! Das habe ich gerade gepennt. So. Okay. Wie funktioniert denn das jetzt bitte? Oh! Hilfe! Hilfe! Nicht ganz, okay, aber ich... Ah, das ist die falsche Richtung. Ja. Ah, es sind wir hier, es sind wir hier. Okay. Haben wir eigentlich irgendwas, was wir... Wir haben kein Inventar, wir haben gar nichts. Wir müssen jetzt mit dem leben. Ich hätte jetzt gerne mal so ein paar Herzen. Ich glaube, ich habe ihn vielleicht verstanden. Ja, so funktioniert er. Okay. Gut, dann habe ich zumindest mal sein Prinzip verstanden. Mist! Zu früh angefangen zu... Oh, zu früh angefangen drauf zu hauen. Okay, du nochmal. Nein! Ach, Mann. Der reagiert hier ein bisschen uncool für die ganze Aktion hier. So, was kommt jetzt? Mit einem halben Herz. Das ist aber uncool. Ihr mögt meine steinerne Rüstung zerbrochen haben. Doch in dieser Gestalt könnt ihr mir nichts anhaben. Ich werde euch mit Haut und Haar verbrennen. Ich hätte jetzt eigentlich mal ganz gerne eine... Moment. Ach, okay, das kennen wir doch. Das ist wieder Legend of Zelda. Au, verdammt. Oh, verdammter Mist. Okay, nochmal das Ganze. Aber ich habe jetzt verstanden. Das war wieder Agaim aus Legend of Zelda. Selten cool gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir echt gut, das Spiel soweit. So, ja, das hatten wir alles schon.
Ich habe es jetzt soweit verstanden. Ich weiß, wie er funktioniert. Zumindest mal die ersten, Formen. Ja. So, komm. Jetzt tu was. So. Ei! Das war knapp. Na. So. Das hab ich mich schon zweimal von dem erwischen lassen. So ein Rotz, ey. So, der erste ist weg. Ah! Mist! Okay, jetzt kommt die zweite Form. Das haben wir jetzt ja auch verstanden, wie es funktioniert. So, und jetzt lassen wir den ganz mal hinterher. So. Und jetzt wieder den ganzen Spaß nochmal. Und ja, wieder zurück. Und so. Und diesmal dürften wir hier eigentlich ein bisschen besser zurande kommen als das letzte Mal. Jetzt wieder einmal drumherum gerannt. Ah, Mist. Das hat zu lange gedauert. Kriegen wir aber hin. Wir kriegen das hin. Ei, Mist. Das war jetzt natürlich ganz großes Kino. Das ging doch vorher. So. Wieso kriege ich den jetzt inzwischen nicht mehr? Ach, Mann. Mist, ich habe ihn nicht ganz erwischt. So ein elendiger Rotz. So, jetzt aber nochmal das Ganze. Und diesmal lasse ich mich nicht ganz so einfach verarschen von dem. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Die Blauen zurückschlagen. Ja. So, dann zeig an. So. Au, Mist, da war zu. Ah, verdammt. Ach, Mist. Krieg das auch, Mann, ey. Wieso treffe ich den nicht? Toll. Das wird noch ein paar Versuche brauchen. Macht aber nichts. Ach, wenn ich jetzt nicht nur nicht das Ganze jetzt hier jedes Mal nochmal sehen müsste. Kann man das nicht irgendwie überspringen? Nö, anscheinend nicht. Okay. Ja, hier hat es mich dann schon direkt mal das erste Herz gekostet. So. Dann leg mal los, Kumpel. Das war knapp. So.
Ja, wir haben ihn schon soweit. Ah, nicht gut, gar 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 nicht gut. Oh Mann, ey. Mist, Drecksack. Mann, ey. So, zweimal hier drauf. So, dann nochmal lauf, 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 lauf. So. Schneller, 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 schneller. So. Okay. So, jetzt haben wir anderthalb Herzen. Mal gucken, ob es damit besser geht. Chancen haben wir ja ganz gute jetzt. Oh, Mann. So, jetzt spielen wir eine Runde Tennis. Ach. So. Ach, Menno. Au. So, aber im Prinzip funktioniert es so. Vielleicht wären wir in einer anderen Welt Freunde gewesen. Was passiert jetzt? Hey, ich glaube, wir haben es geschafft. Haben wir es geschafft? War es das jetzt? Freigeschaltet, Held. Ihr habt Sephiroth besiegt. Cool. Oh, die Credits. Wir haben Evoland durchgespielt. Mann, ist das geil. Ja. Shiro Games. Ja, und Jen Markowski, wenn ich die richtig ausspreche. Jeremy Kuruvitri. Und das sind die beiden, die eigentlich dahinter, hinter der ganzen Sache hier soweit stecken. Das Spiel hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich habe es auch mehr oder weniger an einem Stück durchgezockt, muss ich ja auch dazu sagen. Das waren jetzt, ja, knappe 3,5 Stunden, die wir jetzt hier gespielt haben. Wie gesagt, ich habe es gestern gesehen. Ich habe, das war so, ja, ich hab's gesehen und ich muss es haben. Ich muss es schlicht und einfach haben. Im Spiel Monster Schlechter Gecko. Heilerin Kairis. Die Macht des Bösen. Sephiroth. Spielen. Ihr. Besonderer Dank. Jo. Laurent Pocket. Philippe Renoy. Airi. Ich bin ein bisschen frei nach Legend of Zelda. Das ist natürlich wichtig. Final Fantasy. Dragon Quest. Diablo. Und vielen mehr. Danke fürs Spielen. Ja, danke fürs Machen. Ihr habt 86% des Spiels abgeschlossen. Ja, ich weiß auch, wo wir noch ein bisschen was holen könnten. Aber, da gucke ich mal noch. Ich werde aber wahrscheinlich das Ganze, wenn, dann offscreen machen. Und nur für mich selber, weil ihr habt das Spiel gewonnen. Drücke Aktion, um zum Titelbildschirm zurückzukehren. So, da sind wir wieder am Titelbildschirm. Also ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit diesem Spiel, wie ich ihn hatte. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Projekt. Es ist ja immer noch Lückenfüllzeit, bis Baphomets Fluch 5 kommt. Und ich habe mir noch ein paar ganz tolle Sachen soweit für euch einfallen lassen. Ich hoffe, wir sehen uns dann in einem meiner anderen Projekte. Bis dahin dann. Tschüssi!